So, hallo, ich bin Isabel. Heute geht es weiter mit Yoga hier in unserem Adventskalender. Und wir werden uns heute ein bisschen dynamisch bewegen. Es ist eine leichte Variation vom Sonnengruß, die man einfach auch morgens gut praktizieren kann, falls man morgens diesen Adventskalender quasi für sein tägliches Yoga in der Adventszeit benutzt. Und ich werde das hier euch im Profil zeigen, weil ihr das dann besser sehen könnt und ihr könnt direkt einfach gleich mitmachen. Und zwar kommt ihr auch längs hier so zu eurer Matte und wir beginnen in der Kindsposition. Und dann finde diesen Sitz, das Gesäß erdet auf den Fersen einfach so gut es geht. Die Knie können leicht geöffnet sein oder geschlossen und die Arme, die ruhen erstmal ganz entspannt rechts und links vom Körper. Wenn es unangenehm ist, kannst du die auch nach vorne nehmen oder die Stirn auf den Fingern ablegen. Also spüre, was für dich da stimmt heute und dann lass erstmal den Atem fließen durch die Nase ein und aus. Benutze den Atem, um ganz bei dir anzukommen, um ganz in die Ruhe zu finden, in die Entspanntheit zu finden. Beim Yoga geht es vor allem auch darum, sich geistig und körperlich zu entspannen, loszulassen. Und ganz besonders effektiv kann es gerade in der Adventszeit sein, und soll es vielleicht auch sein, da diese Zeit besinnlich ist. Lass ein wohliges, angenehmes Gefühl in dich einströmen. Und bleib hier noch für 2, 3 Atemzüge. Dann löst die Arme und streckt die lang nach vorne. Und wir werden jetzt mal ein bisschen an der Ausführung des herabschauenden Hundes arbeiten. Dazu hebt den Kopf jetzt an und schau zu den Händen. Die Hände sind schulterbreit aufgefächert. Die ganzen Handflächen sind geerdet. Also du spürst wirklich die Matte unter den gesamten Handflächen unter dir. Dann heb das Gesäß ein bisschen an, stell die Zehen unter die Fersen und zwar so hüftbreit auseinander. Und von hier aus halte den Rücken so gerade, wie es für dich möglich ist und stemm nur so den Po Richtung Decke und dann bist du eigentlich schon in einem ganz guten Abstand für den herabschauenden Hund. Es sollte eigentlich in etwa ein gleichschenkliches Dreieck sein. Und du kannst hier jetzt auch erstmal walken abwechselnd, um die Beinrückseiten hier zu dehnen. Lass den Kopf locker, lass das Gesicht locker. Beug auch gerne beide Knie mal und schieb den Rücken in die ganze Länge. Sodass du spürst, dass auch die Achselhöhlen hier gedehnt werden. Und dann finde nochmal in den herabschauenden Hund. Die Kniekehlen dehnen nach hinten weg und das Herz möchte Richtung Kniescheiben sinken. Und dann von hier aus lauf nach vorne zwischen die Hände und gerne die Füße etwas hüftbreit stellen, so eine Faust Abstand zwischen den Füßen. Die Fingerspitzen sind am Boden, also beug die Knie so weit, wie du es brauchst. Und lass den Kopf locker. Nein, nein, ja, ja, vielleicht. Ne, also gerne so bewegen, dass du merkst, dass der Nacken wirklich loslässt. Und jede Ausatmung lässt den Oberkörper noch etwas tiefer sinken. Und dann beug die Knie und roll dich Wirbel für Wirbel nach oben, von unten angefangen. Bis dann ganz zum Schluss
hier der Kopf kommt und du dann zum Stehen kommst. Wir beginnen diesen Sonnengruß, diesen angedachten Sonnengruß. Es ist nicht der traditionelle, am vorderen Ende der Matte. Und wir gehen ihn erstmal Schritt für Schritt durch. Ich spreche noch mal ein paar Sachen an. Und dann machen wir den ein paar Mal im Flow. Finde die Bergposition Tadasana. Die Knie sind etwas entriegelt und vor allem das Brustbein, vielleicht kannst du das hier vom Profil gut sehen, ist aufgerichtet, dann sinken die Schultern ganz entspannt nach hinten. Spür die Erde unter dir. Mit der Einatmung fächern die Arme über die Seite nach oben, Handflächen berühren sich, der Kopf darf gern in den Nacken gehen, du schaust zu den Daumen. Dann öffne die Arme über die Seite, halte den Kopf jetzt oben, sodass du mit geradem Rücken und gebeugten Knien hier in diese Vorbeuge fließt. Und dann lass am Schluss den Kopf wieder locker, wieder kurz nein, nein, ja, ja, vielleicht. Komm dann mit der nächsten Einatmung in die sogenannte halbe Vorbeuge. Die Arme gehen gestreckt an den gestreckten Beinen jetzt nach oben, so weit. Das kannst du hier variieren, wie weit du das hier anheben möchtest. Entscheidend ist, dass der Rücken gerade ist. Das heißt, die Schulterblätter ziehen zur Hüfte und der Nackenhinterkopf schiebt zur Decke. Dass der Kopf nicht hier so unten hängt, sondern dass der in Verlängerung der Wirbelsäule ist. Und dann spürst du schon, dass die Rückenmuskeln aktiviert sind. Mit deiner nächsten Ausatmung steigst du dann in die Brettposition. Und ein Brett ist kein Berg, also schau ruhig unten durch, ob du hier wirklich so eine Linie hast wie ein Brett. Spür die Kraft des Brettes. Auch nochmal mit der Einatmung. Und mit der Ausatmung komm in den Hund. Lauf dazu dann so eine halbe Fußlänge zu den Händen und schieb dich in diesen herabschauenden Hund. Der Po schiebt diagonal nach hinten weg, als wolltest du den Übergang zwischen dem Po und den Oberschenkel nach hinten oben schieben. Und dann bleiben wir hier für 2, 3 Atemzüge. Lass das Gesicht locker. Lauf dann mit der Einatmung wieder nach vorne zwischen die Hände, direkt nochmal mit der Einatmung in diese halbe Vorbeuge und lass dich ausatmend in die Vorbeuge sinken. Lass nochmal locker. Dann beug die Knie wie ein Skispringer. Ja, zieh die Schulterblätter zurück, dann ist dein Rücken ganz gerade. Komm nach oben und mit der Ausatmung nach unten mit den Armen. Und das setzen wir jetzt in einen Bewegungsfluss zusammen. Einatmen, Arme heben. Ausatmen, mit geradem Rücken fließ in die Vorbeuge. Einatmen, die halbe Vorbeuge. Ausatmen, Brettposition, atme hier ein. Und aus, schieb dich in den herabschauenden Hund. Bleibe für 3 tiefe Atemzüge. Mit deiner nächsten Einatmung lauf nach vorn zwischen die Hände, direkt in die halbe Vorbeuge mit der Einatmung. Ausatmen, Vorbeuge. Beug die Knie über den langen Rücken, komm nach oben. Und aus. Ein Berg. Ausatmen, Vorbeuge. Ein halbe Vorbeuge. Aus das Brett. Ein Bleib.
aus, herabschauender Hund. Und die Fersen möchten sich erden, die schieben nach hinten unten, gleichzeitig die Sitzknochen zur Decke. Und das Herz entspannt sich Richtung Erde. Überhaupt durch diesen gesamten Flow finden wir immer mehr in einen Atemrhythmus, auch in die Leichtigkeit des Fließens. Schau nach vorn, lauf nach vorn, einatmen, halbe Vorbeuge. Ausatmen, sinke entspannt in die Vorbeuge. Komm ein über den langen Rücken nach oben. Und aus. Dreimal mehr. Ein. Ausatmen. Ein die halbe. Aus die Brettposition. Atme ein. Und aus, herabschauender Hund. Hände fest geerdet, Füße geerdet. Spür, dass du die Kraft der Erde durch diese vier Punkte in dich hineinziehst. Spür die Kraft in den Armen und in den Beinen. Ist eine herrliche Position, Asana sagen wir im Yoga dazu, für deinen Körper, auch für deinen Geist. Schau nach vorn, einatmen, lauf nach vorn, halbe Vorbeuge. Ausatmen, Vorbeuge. Beug die Knie, komm ein nach oben. Und aus nach unten. Ein Berg. Aus, fließ in die Vorbeuge. Ein halbe Vorbeuge. Ausatmen, Brettposition. Atme ein. Aus, herabschauender Hund. Füße hüftbreit, die Fersen hinter die Zehen gedreht, also die Füße sind parallel. Das Herz ist jetzt hier niedriger als die Hüfte, daher gehört der herabschauende Hund auch zu den Umkehrstellungen. Das entspannt das vegetative Nervensystem. Lass die Gedanken rauspurzeln. Sei ganz verbunden in der Aufmerksamkeit zwischen deiner Atmung und der Körperbewegung. Einatmen, lauf nach vorn, halbe Vorbeuge, ausatmen, Vorbeuge. Komm ein nach oben und aus nach unten. Letzte Runde. Und das Brett. Aus, herabschauender Hund. Lass los. Und dann lauf nach vorn, halbe Vorbeuge. Ausatmen, nochmal die Vorbeuge. Beug die Knie, komm einatmen nach oben. Und dann mit der Ausatmung ganz nach unten mit den Armen. Und dann schließ mal die Augen und spür nach. Spüre, wie sich das anfühlt, spüre, wie die Energie fließt in deinem Körper. Und schau, dass du bei der Nasenatmung bleibst, spüre, wie der Herzschlag sich beruhigt, wie dein Herz-Kreislauf-System sich wieder entspannt.
Und dann spüre, wie du mit der Atmung und diesem Gefühl in dir der Entspanntheit, wie das eins wird. Lass Harmonie einfließen. Genieße das noch für 2, 3 Atemzüge. Und dann komm langsam zurück. Und dann bedanke ich mich für das Yoga heute. Wünsche noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend. Namaste.